So, es gab gerade aus der Regentonne schwarze Mückenlarven. Ja, bei uns ist es schon warm genug, bei uns gibt es schon Stechmücken, aka Gelsen, bei uns nennt man das Gelsen. Und die haben bereits Eier schon gelegt und daraus sind schon Stechmückenlarven geschlüpft. Ah ja, nein, das nennt sich dann Gelsenlarven bei uns. Und dann dreht wieder alles vollkommen durch. Ja, wie ist das möglich? Ganz einfach. Bei uns hat es schon seit gut einer Woche ständig über 15 Grad. Das heißt, die Regendonnern heizen sich auf. In den Regendonnern könntest du tagsüber baden. Die sind warm. Die sind richtig warm. Und da Stechmücken larven nur ein paar wenige Tage brauchen, um sich dann zu verpuppen. Beziehungsweise, ich glaube, die brauchen 2 Tage oder so zum Schlüpfen. Dann brauchen die etwa 7 Tage plus minus, um groß zu werden. Und dann nochmal 3 oder 4 Tage als Puppe. Wenn es wärmer wird, brauchen die weniger. Das geht sich dann sehr schnell sehr gut aus. Besonders, wenn es jetzt im Frühling schon sehr, sehr warm ist. Hier ist noch was. Und das wäre halt die Hauptnahrung von Killifischen, Chilifische, Stechmückenlarven, weil in diesen winzigen Dümpeln, in denen sie normalerweise leben, gibt es meistens sonst nichts zum Fressen. Und das scheinen aber zum Beispiel viele Menschen zu vergessen. Man darf nicht vergessen, viele Leute hassen Stechmücken. Aus dem simplen Grund, nicht weil sie lästig sind, weil wenn du eine Stechmücke einfach trinken lassen würdest, dann bekommst du höchstens einen Dippel, der dann juckt. Wenn du sie ständig probierst zu erschlagen und dabei 100-mal verscheuchst, sticht sie dich 3000 Mal und dann hast du 3000 Dippel am Arsch und überall, die dann jucken. Ja. Aber meistens sind Leute gegen Stechmücken, weil Stechmücken Krankheiten übertragen. Ja, wir haben es allmählich. Menschen haben so einen Hass auf alles, was irgendwie negativ sich auf ihm auswirkt. Wenn alle anderen Lebewesen auf dem Planeten auch so denken würden wie der Mensch, würde es den Menschen nicht mehr geben. Weil dann würde jede Kreatur auf unserem Planeten plötzlich Hass auf den Menschen entwickeln. Deswegen werden halt Stechmücken im großen Stil und im großen Zusammenhang oft mit Mittel bekämpft. Das heißt, es werden Mittelchen, Eiweiße ins Wasser geschüttet, also mit meistens werden die dann je nach Gebiet mit Hubschraubern oder Flugzeugen abgeworfen. Und diese Eiweiße machen, dass dann die ganzen Stechmückenlarven daran sterben. Und die Menschheit ist glücklich. Und all diese Tiere verrecken. Weil gerade die einzige Nahrungsquelle, von dem diese Lebewesen leben können, weg ist. Die eigentlich nicht weg sein sollte. Und das scheint der Mensch immer zu vergessen. Der Mensch ist so ein Lebewesen, das denkt nur, er ist besser als die Natur, er ist wichtiger als die Natur, er ist so viel schlauer als die Natur. Obwohl er ein Teil der Natur ist. Somit kann der Mensch nicht schlauer sein als die Natur, weil dann würde heißen, er müsste schlauer sein als er selbst. Und du kannst nicht schlauer sein als du selbst. Kleine Ding. Das nennt man mal Mikrobiotop. Die klären schon wieder, Alter. Die sind so schlimm. Wisst ihr, was sowieso cool ist? Leute sagen, viele Tiere sind dumm. Fische sind dumm. Insekten sind dumm. Amphibien sind dumm. Reptilien sind dumm.
Nur Säugetiere und Vögel und so sind einigermaßen schlau und von mir aus noch Kopffüße, also Tintenfische und Kalmare. Wenn ich vorne hingehe, schwimmen alle Fische in diese Ecke, weil ich immer in dieser Ecke füttere. Diese Fische haben 3 Tage gebraucht, um zu verstehen, wenn ich zum Aquarium gehe, gibt es wahrscheinlich Futter. Sie haben 1 Tag gebraucht, um zu verstehen, dass es das Futter, also 2 Tage in dem Sinne, dass es das Futter immer in dieser Ecke gibt. So dumm kann dann der Fisch nicht sein, weil wenn er wirklich dumm wäre, wie die Leute sagen, dann würden die Fische das nicht verstehen und würden sich's nicht merken. Und glaubt mir, Leute, das ist das Lästigste, was Tiere machen können. Und das ist das, dass wenn man sich hinsetzt vor das Aquarium oder das Terrarium und eigentlich die Tiere beobachten will, was sie von Natur aus machen, und das Einzige, was die Viecher tun, ist so wie jetzt, vorne hinher, hinher. Gibt's das zum Fressen? Gibt's das zum Fressen? Gibt's das zum Fressen? Wenn man denkt, bitte, macht was. Dann musst du dich 2000 Kilometer wegsetzen, so, dass du nicht siehst, dass die Viecher sich normal verhalten, weil dann bist du nicht da, der angeblich was zum Fressen bringt. Und es braucht zum Beispiel überhaupt nicht lange, bei denen da drinnen hat das 2 Tage gebraucht, dass ich meinen Finger, meine Hand, das Futter halten kann und die es mir aus der Hand fressen. Ja, das sind gezüchtete Tiere und sowas. Nein, sind es nicht. Die sowieso nicht, weil ich die von jemandem bekommen habe, der sie in der Regenpfütze züchtet. Zwar sind sie dann trotzdem gezüchtet, aber eben, die leben wild. Trotzdem sehen diese Fische mich dann plötzlich nicht mehr als Feind an. Ich könnte ja auch ein Reiher oder ein Ente oder irgendwas sein und sie fressen wollen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Intelligenz von Tieren wurde immer und heutzutage meistens auch noch damit gerechnet. Du nimmst das Körpergewicht des Tieres, dann nimmst du das Gewicht des Gehirnes und dann rechnest du da die Differenz aus und je wie viel Prozentsatz des Gewichtes des Gehirns das Gesamtgewicht ausmacht, so intelligent ist das Tier. Das heißt, wenn das Gehirn ein sehr hohes Gewicht hat auf die Körpermasse, bist du schlau. Wie zum Beispiel eben bei Schimpansen oder bei Tintenfischen. Und Tiere, wo Körpergewicht oder Gehirngewicht zum Körpergewicht recht gering ist, zum Beispiel bei einem Stegosaurus und so weiter, die sind dumm. Obwohl das gar nicht stimmt. Oder beziehungsweise, manchmal meistens stimmt schon, aber es hat zum Beispiel oft nichts damit zu tun. Ein Tier kann auch ein sehr, sehr großes Gehirn haben, zum Verhältnis zur Körpergröße, und trotzdem dumm sein. Und es kann ein Tier sein, das hat ein Gehirn, das nicht viel größer ist als ein Ding, und ist sehr, sehr schlau. Die Intelligenz von einem Tier hängt von den Windungen des Gehirns ab und nicht der Größe. Du kannst ein riesiges Gehirn haben, das nur aus einem Schlauch besteht, der 3-mal um sich herum gewickelt ist. Oder du hast ein kleines Gehirn, das tausende von Windungen hat. Zum Beispiel sollte der Mensch von dem Sinne her sehr, sehr schlau sein, weil er hat tausende Windungen. Leider benehmen sich viele nicht auf dermaßen, sondern sind sehr, sehr stockdumm. Was keiner weiß wieso. Wahrscheinlich dürfen wir nicht vergessen, Menschen sind ja angeblich von Adam und Eva abgestammt, dass ja dann angeblich, wenn wir jetzt wirklich das glauben würden, ein und dieselbe Person ist, weil Adam riss sich eine Rippe raus und daraus wurde Eva. Das heißt, Adam und Eva haben die gleiche Genetik, weil es einfach Teilung ist, wie wenn man einen Seestern den Arm abhackt und dann wächst ein neuer Seestern raus. Das heißt, die beiden haben die gleiche DNA und dann bekommen die miteinander Kinder. Das heißt, du, als wäre so, als hättest du mit dir selbst Kinder. Und dann, ich will ja nichts sagen, aber nach Bibel her, würde dann Adam mit seiner eigenen Tochter, Eva mit ihrem Sohn, Tochter, Bruder mit Schwester, wie würden aus 2 Menschen all diese Menschen jetzt werden? Aber wir dürfen nicht vergessen, dann war die große Flut, da sind noch ganz viele gestorben, da haben nur mehr ein paar, eine Handvoll überlebt und daraus wurden dann wieder Millionen. Aber dann wundert es mich nicht, dass alle Menschen so dumm sind. Also das würde die logische Erklärung. Alle sind 20 Millionenfache in Zucht und sind deswegen stockdumm und behindert.
Das ist nicht mal Beleidigung, das wäre dann wirklich biologisch-wissenschaftliche Erklärung. Und ja, der Mensch ist, nur so für viele Leute, die es nicht wissen, der Mensch ist ein Produkt, der heutige Mensch, aus Inzucht und Hybridisierung verschiedener Tierarten. Weil als der modernere Mensch, Homo sapiens, von Afrika nach Europa gewandert ist, über die Landbrücke, hat er sich sehr wohl mit dem Neandertaler gepaart und hat damit einen Hybriden erzeugt. Und das sind wir. Man darf nicht vergessen, dass es damals 6-7 verschiedene Menschenarten gab, die überall auf der Welt verteilt waren, und überall wird schön fleißig und schön brav hybridisiert miteinander. Bis heute, dann hast du heute auch noch gewisse Menschenrassen. Das ist rassistisch. Nein, ist es nicht. Es gibt verschiedene Menschenrassen. Indianer sind anders als Russen und Russen sind anders als Italiener. Und Italiener sind anders als Australier und Australier sind anders als Chinesen. Oder glaubt ihr, warum sehen alle Menschen anders aus? Und normalerweise, wenn Kontinente oder Gegenden normal rein rassig geblieben werden, hättest du eben in Nordlande blond und blaue Augen und in Südländer schwarze Haare und braune Augen und westlich hättest du silberne Augen und hellblondes Haar und so weiter. Aber heutzutage, da eh schon jeder mit allem und alles mit jedem fickt und Nachkommen zeugt, hast du dieses rein rassige nicht mehr wirklich. Aber wer würde man ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit reisen, würdest du schon sehen und würdest du Leute erkennen, ach, der kommt aus Norwegen, ach, der ist ein Russe. Einfach weil diese Menschen von Natur aus arteigene Charakteristischen haben, die sie eben an dieses Land, an diese Gegend, wo sie leben, anpassen. Manche sind größer, manche sind kleiner, manche sind bummelig, manche haben schwerere Knochen. Andere haben hellere Haut, andere haben dunklere Haut. Und dann hybridisiert und macht der Mensch alles und dann hast du eben genetischen Fehlercode. Hybride können funktionieren, Hybride können aber auch nicht funktionieren. Und weil der Mensch so extrem hybridisiert, funktioniert er irgendwann nicht mehr. Mal schauen, ob sich das noch ausgeht, bevor der Akku wahrscheinlich noch leer geht. Es gibt in Amerika einen See. Dort gibt es Halsabschneiderforellen. Keine Ahnung, ob diese Forellen wirklich auf Deutsch so heißen. Jedenfalls heißen die im Englischen Cutthroat Trouts. Das sind Forellen, die haben so rote Striche am Hals. Und es ausschaut, als würde man ihnen den Hals abschneiden. Wahrscheinlich deswegen würden die im Deutschen Halsabschneiderforellen heißen. Und in diesem Seedeich wurden dann Regenbogenforellen ausgesetzt. Und die Halsabschneiderforellen dort und die Regenbogenforellen hybridisieren miteinander und erzeugen dann, ich glaube, für diese Forelle gibt es keinen deutschen Namen, jedenfalls heißt die Forelle, die daraus entsteht, ein Cutbow. Aus Rainbow and Cutthroat, it's a Cutbow. Und diese Forelle kann erstens Nachkommen zeugen. Viele Hybride sind unfruchtbar, können keine Nachkommen zeugen, aber diese kann das. Und zweitens, dieser Hybrid ist gegen eine Menge Krankheiten immun und kann sie nicht bekommen, die die Regenbogenforelle und die Halsabschneiderforelle bekommen können. Das heißt, nach einiger Zeit würden theoretisch die Regenbogenforelle und die Halsabschneiderforelle in diesem See verschwinden und nur mal die Cutbow-Forelle überbleiben, weil sie robuster und gegen die Krankheiten immun ist, an denen die anderen zwei erkranken. Das ist zum Beispiel, dass ein Hybrid sehr wohl positiv sein kann und eben eine neue Art erzeugt nach einiger Zeit. Und andere Sachen, wo Hybriden entstehen, wie Liger, Töwe und so weiter, die sowieso menschliche Hybride sind, aber trotzdem funktionieren nicht. Die sind alle genetisch schwach, die sterben frühzeitig oder die Embryos sterben schon ab. Das ist einfach, die Natur geht da sehr simpel damit um, was miteinander hybridisieren kann und was nicht. Und zum Beispiel, weil Leute dagegen sind,
Hybridisierung unter Tieren und Pflanzen gab es schon seit bevor es Dinosaurier gab, haben schon artgleiche Tiere miteinander fleißig hybridisiert. Und Tiere scheinen von dem her nicht so abgewillt sein. Nimmst du einen europäischen Hecht und eine amerikanische Muskelunge, setzt sie zusammen, erzeugen sie einen Tigerhecht. Nimmst du eine Regenbogenforelle, glaube ich, nein, eine Bachforelle und einen Seesaibling, bekommst du eine Tigerforelle. Warum man die Tiere immer Tiger nennt? Weil die witzigerweise dann immer Streifen haben. Ein Esel und ein Pferd erzeugen ein Maultier. Ein Schaf und eine Ziege können zum Beispiel auch hybridisieren. Ein Mensch kann mit Menschenaffen hybridisieren. Ja, das ist möglich. Du kannst mit einem Gorilla ein Kind kriegen. Du kannst mit einem Orang-Utan ein Kind kriegen. Und mit einem Bonobo, mit einem Schimpansen und mit einem Gibbon. Wir haben die gleiche Genetik. Wir sind miteinander verwandt. Das heißt, du könntest mit diesen Tieren ein Kind kriegen. Und es ist sehr oft schon passiert. Also sollte man dazu nicht zu viel sagen. Der Mensch hybridisiert mich auch sehr gerne. Aber na, was soll man machen? Dann gibt's Corona. Und dann stirbt alles aus. Außer die Tiere, weil die sagen, fuck you. Es ist irgendwie witzig. Das ist nicht witzig. Doch ist es irgendwie. Irgendwie ist es so, als hätten die Tiere gesagt, Mama, Mutter Natur, liebst du uns nicht? Doch, meine Kinder, ich liebe euch. Wenn du uns liebst, warum lässt du dann den Menschen das alles mit uns anstellen? Siehst du nicht, was er dir antut? Die Mutter Natur überlegt und denkt sich, wie wäre es, wenn wir eine Krankheit machen? Eine tolle Krankheit, an der alle krank werden und daran sterben? Klingt super, wer opfert sich freiwillig? Und die Fledermaus war like, ja, ich opfer mich freiwillig, pumpt mich voll, pumpt mich voll. Da war so richtig fett, anschwollen mit Ebola, mit Corona. Mit Ebola auch, aber Ebola hat nicht so geholfen, wie die Natur sich wollen hat, also macht sie Corona. Und dann hat der Chinese es fressen, so und dann Außerdem können sich zum Beispiel Hunde auch mit Corona anstecken. Und diese Hunde können dann Corona an andere Menschen und andere Hunde weitergeben, was Leute witzigerweise anscheinend nicht wissen. Und Hunde stecken sich sogar sehr leicht mit Corona an, weil Hunde diese behinderte Fähigkeit haben, Leuten ins Gesicht zu springen und Sabber hinzumachen. Bah, Hundeschleim im Fresse. Und da Hunde sehr sozial sind und gerne am Arsch von anderen Hunden riechen, verbreiten sie sich dann das Corona noch mehr und dann leckt der Hund einem anderen Hund und dann leckt der seinen Besitzer und schon hast du Corona überall. Das ist aber eigentlich geplant von der Natur. Das ist von Mutter Natur so, Hunde, ihr seid jetzt meine Verbündeten, ihr verbreitet Corona überall. Zwar werden die Menschen nicht mehr da sind, werdet ihr alle sterben, aber man wird sich an euch erinnern. Und die Hunde schauen zu uns und sind like, heißt das, ich bin dann ein guter Junge? Ja, dann bist du ein guter Junge. Oh mein Gott. Hundertprozentige, akkurate Hundedarstellung. Aber ja. Außerdem ist hier jetzt was Faszinierendes, wenn die Killifische vollgefressen sind und keinen Hunger haben, legen sich die einfach auf den Boden. Dann ist die Gefahr geringer, von Raubtieren gesehen zu werden. Die legen sich dann einfach hin und schlafen eine Zeit lang. Da ist einer. Da ist die Idee. Ich hoffe schon, und das Männchen liegt da hinten. Aber ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.